Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. So, es geht in die zweite Runde der Champions League gegen Brügge. Das erste Spiel haben wir unentschieden gemacht, auswärts gegen Barcelona. Ich würde mal sagen, das war ein vielversprechender Anfang. Jetzt müssten wir das bestätigen hier in diesem Heimspiel gegen Brügge. Und zwar mit einem Sieg, meiner Meinung nach. Nicht, dass wir jetzt Brügge unterschätzen, aber es geht darum, wir wollen natürlich in der Runde weiterkommen und dafür müssen wir Brügge zu Hause einfach schlagen, denke ich. Gut, wir gehen mal gucken. Wir haben Büro, Spielerchat, der Heisi. Ach, danke, dass ich endlich wieder spielen durfte. Ich habe mich wirklich bereit gefühlt und es war ja auch die richtige Entscheidung. Feuer riskant, natürlich. Ja, natürlich ist ja alles nach Plan gelaufen. Wir haben, was haben wir denn? 2-1 gewonnen, genau. Und Heisi hat ja einen Doppelpack erzielt sogar. Gut, gehen wir mal weiter. Wir sehen Brügge. Oh, Brügge hat tatsächlich gewonnen gegen LASK. Sehe ich jetzt gerade. Okay. Gut, dann haben wir nochmal was im Büro. Und zwar, über die wir weitere Informationen haben. Okay, gut, wir gehen mal zur Jugendakademie und gucken. Wer könnte hier interessant sein? Wir haben so einen, er hier. Den können wir. Wie alt ist er denn? 16. Den können wir, glaube ich, den könnten wir raufnehmen, wenn ich mich nicht täusche. Der Rest ist, ja, in Entwicklung, sag ich mal. Da ist jetzt keiner dabei, der mich anspringt, im Sinne von, ich müsste dringend zu den Profis. Aber gut, die gedeihen soweit. Das ist ja schon mal schön. Alla, da können wir hier raus. Ja, dann gehen wir hier an die Pressekonferenz, damit wir die Moral raufkriegen, so wie immer. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Mach mal. Also, schafft Ihre Mannschaft heute den ersten Sieg? Wird ein schweres Spiel. Ja, das wird es mit Sicherheit. Brügge ist sicher nicht schlecht. Gegen St. Gallen war es sehr knapp. Jawohl, das ist richtig. Wie schätzen Ihre Spieler das letzte Spiel ein? Ja, das hat sich bewährt. Ich meine, wir haben gewonnen. Also, ich weiß nicht, was man von uns noch verlangen will, außer dass wir gewinnen. Zuletzt haben sie tolle Leistungen gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. Gut, dann hätten wir das. Wir sind sehr glücklich, beziehungsweise die Mannschaft ist sehr glücklich. Dann ist der Heisi Heisenberg auch glücklich. Und wenn wir jetzt hier noch gewinnen, dann ist er ganz glücklich. So, was haben wir hier? Rot gegen so ein gelbliches. Okay, das machen wir doch glatt. Teammanagement, wie immer den hier. Halt. Hier oben wollte ich erst, genau, dass wir hier wieder Läufe in die Spitze haben. Und sonst beim Team. Ja, da gehört noch natürlich Hachi rein. Da kommt Heiß immer auf die Bank. Der Rest, ja, ist die Stammformation, bis auf Dantas. Der spielt, weil halt Kollege Scharrer verletzt ist. Genau. Gut, müsste eine starke Mannschaft sein. Ich denke mal, dass wir da, ja, eben, wenn ich jetzt sage, wir können es gewinnen. Ja, wir können es gewinnen. Kann aber auch völlig in die Hose gehen. Ich hoffe es natürlich nicht. So, Babu ist am Einlaufen, zusammen mit seinen Kollegen. Ja, ich hoffe, das passiert dann im Spiel nicht. Und da haben wir die Leute von Brügge. Da kenne ich wahrscheinlich keinen einzigen, nehme ich an. Aber das heißt natürlich nichts. Die können trotzdem alle Fußball spielen. Das ist ganz klar. So, Champions League Ambiance hier im Alles-Unter-Gedenk-Park. Jawohl, Heisenberg FC gegen Club Brügge. Das Stadion sicher voll, das ist ganz klar. Und da wird wahrscheinlich auch gleich wieder fröhlich gesungen. Hier der Herr Zigi, da der Herr Mbabu. Und dahinter habe ich nicht mehr gesehen, wer da kommt. Ich hoffe nochmal einer von uns. Ich nehme es mal stark an. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Ziel ganz klar, 3 Punkte. Das müssen wir uns als Ziel setzen. Ob es dann klappt, das werden wir sehen. Wir spielen von links nach rechts in roten Trikots. Und hätten gern die Kugel, wenn es irgendwie geht. Gestaltet sich gerade noch relativ schwierig. Die spielen relativ gut, wie ich sehe. Ja, die spielen sogar relativ stark und genau. Kriegen wir mal den Ball, dankeschön. Ne, kriegen wir nicht. Doch, jetzt kriegen wir ihn. Oh, aber ist ein Foul, leider. Nicht ungefährlich. Aha, okay, diese Variante. Gut gestört, jawohl. Da haben wir die Kugel. Jetzt müssen wir sie nur noch ein Momentchen behalten. Ja, genau, gib ihn doch einfach ganz brav zurück. Was ist das denn? Ja, vernünftig gelöst. Mbabu geht damit nach vorn. Jawohl, schickt Kollege Fasnacht. Da ist aber keiner in der Mitte.
Deswegen macht Fasnacht hier einen guten Haken. Ah, da war leider einer von Brügge im Weg. Schade, wäre eine erste Chance gewesen. Geht drauf, macht Druck. Oh, schlecht. Also gut gemacht von Brügge natürlich. Aber wir kommen da nicht ran. Gibt's doch nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht, was ich hier sehe. Die sind wirklich sehr passgenau und brandgefährlich. Sag mal, ich komme nicht an die Kugel ran. Gut, da haben wir LW, die da aufgepasst hat. Gute Drehung von Fasnacht. Läuft da durch, auf dem Flügel. In der Mitte wäre... Ah, oh, da wäre Lasse Kühn frei gewesen. Da komme ich nicht hin. Ja, das war nichts zum Glück. Ja, schwieriger Anfang. Harzig. Also wir werden hier mit Sicherheit nicht hoch gewinnen. Befürchte ich. Das müssen wir aber auch nicht. Wir müssen einfach gewinnen. Oh, Fehler von Babu. Ja, das habe ich genau kommen sehen. Ui, da ist Tiki aber auf dem Posten. Ui, 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 da muss er eingreifen. Und das tut er zum Glück auch. Ja, schön gemacht. Und das ist dann halt Tiki. Das ist einfach Tiki. Solche Dinger hält er halt einfach zum Glück. Ja, der hat nur Glück. Apropos Glück. Und ich merke schon, es ist halt Champions League. Das ist tatsächlich schon ein bisschen ein anderes... Ui, anderes Niveau als in der Super League. Das ist klar. Jawohl, da geht Vargas. Sauber über den Flügel das Ganze. Drehung. Und dann genau auf den Torwart. Ah, schade. Blanco hat da nicht mehr die Zeit gefunden zu zielen, offensichtlich. Ja, der ist wieder draußen. Man sieht, sie sind auch nicht frei von Fehlern. Zum Glück. Ja, macht er gut, Cuisance. Auf Herrn Kühn. Macht er auch gut. Oh, wieder auf den Torwart. Lasse Kühn leider auch mit nicht wirklich gutem Ziel. Ja, da haben wir die Kugel wieder. Wieder gut aufgepasst von Cuisance. Schöner Ball, sehr schön. Oh, und dann zu weit vorgelegt von Fasnacht. Eieiei, da war der Torwart leider dran. Ja, das sind alles irgendwie so Halbchancen. Ich komme nicht an die Kugel ran. Wenn die die Kugel haben, das ist ganz mühsam. Boah, ja, da lässt er ihn noch durch. Ja, Pause, 0-0. Okay, ui, das ist ein enges Ding. Das ist ein extrem enges Ding. Ich meine, es ist natürlich noch nicht alles verloren, wenn wir hier jetzt einen Unentschieden machen. Aber, ja, das Ziel muss wirklich der Sieg sein. Was können wir hier noch ändern? Einiges, Dantas ist müde. Da hätten wir Arsenio, der hier natürlich noch helfen könnte. Ich würde da tatsächlich mal noch wechseln, damit wir fitte Leute drin haben. Heisi würde ich für den Moment noch draußen lassen. Ich setze da wirklich eher auf Kühn und den ultra teuren Herrn Hachi, den wir gekauft haben. Hier ist Feierabend. Oh, Glück gehabt, Vargas. Auch gut gemacht, Herr Kühn. Oh, ich möchte mal wieder ein Solo sehen vom Herrn Kühn. Er kann das. Gut, Glück gehabt. Gehen Sie, Herr Kühn, Sie sind schnell. Jawohl, sauber gemacht. Nicht hoch, das war nicht die Idee. Ich wollte quer rüber. Oh, ärgerlich. Aber es ist nicht so, dass, wie soll ich sagen, ich würde behaupten, es liegt ein Tor in der Luft. Wie es so schön heißt. Jawohl, stark hier auf Vargas.
Der geht hier gekonnt durch. Hier gleich nochmal. Oh, und dann schlecht. Schade. Wenn man natürlich so einen Sololauf zu so einem Sololauf ansetzt, müsste man ihn auch erfolgreich abschließen. Das sieht sonst immer schlecht aus. Und die Kugeln hier. In einer Seelenruhe. Oh, hier geht drauf. Ja. Hat auch nicht geklappt, war aber auch nicht so schlecht, behaupte ich mal. Wir sind in der 60. Minute, man könnte dann schon mal noch wechseln. Nochmal. Jawohl, Arsenio. Mir gefällt Arsenio, er macht das frech und gut. Läuft hier gleich mal durch. Und spielt im falschen Moment leider dann ab. Aber dafür haben wir den Herrn Vargas, der so Sachen natürlich kann. Ui, in den 5-Meter-Raum, gefährlich. Jawohl, wir haben die Kugel wieder. Da ist wieder ein Babu, der durchgeht. Ja, da wird er nochmal zurückgelegt, der Ball. Oh, jetzt ist das ist viel zu kompliziert. Ball hier per Kopf noch zurücklegen. Was war das? Was war denn das? Abseits? Okay, war abseits offensichtlich. Ah, schade. Ich dachte, Hachi kommt dran. Apropos kommt dran. Habe ich schon mal einen Zweikampf gewonnen? Das ist grausam. Oh. Ziggy passt auf. Okay, das hätte das 0:1 sein können. Ja, Babu wieder geschickt. Geht an allen vorbei. Oh, und dann ist da der eigene Spieler im Weg. Und mit dem Kopfball, das war halt auch nichts. Jetzt haben wir den Counter am Hals. Jawohl, da ist Ziggy wieder. Da hinten wäre einer komplett frei. Oh, da wird halt von zwei Leuten attackiert gleich. Ui, die kombinieren hier. Es ist eine Katastrophe. So, Montan da noch rein. Ja, geh doch mal durch die Mitte, wenn keiner angreift. Sauber auf Lasse Kühn. Nein! Da ist ein Fuß im Weg. Ich glaube, man hat gesehen, was ich wollte. Gut, Herr Elvedi. Oh, aber da wird er dann... Ja, kriegt er den Ball halt dann doch nicht. Uff. Ein Babu rennt dran vorbei. Okay, der rennt auch wieder irgendwie. Wo rennt der denn hin? Wollen die irgendwie auf Zeit spielen? Es ist unglaublich. Ich komme nicht an die Kugel ran. Die sind dermaßen schnell in der Passfolge. Jetzt einmal. Endlich. Aber der Ball landet halt wieder bei einem von Brügge. Die Kugel näher. Ist es denn zu glauben? Ja, so aber dann doch nicht. Ja, da ist das Ding durch. 0-0. Bin ich damit zufrieden? Ja, nach dem Spielverlauf. Wir hätten auch verlieren können. Wir hätten aber auch die Chancen gehabt, um tatsächlich noch ein Tor zu schießen. Wenn Lasse Kühn dort vielleicht selber abgeschlossen hätte und nicht rüberlegt. Ganz kurz vor Schluss. Aber das ist halt wieder wenn, wenn, wenn. Jetzt haben wir die Tatsache, wir haben 2 Spiele, 2 Punkte. Das ist so schlecht nicht. Aber ich würde sagen, das, was jetzt gut war im Barcelona-Spiel, war jetzt hier eher schwach. Anders kann man es nicht sagen. Aber ja, es kommen 2 weiter. Ich denke, ja, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, es war keine Niederlage, aber es fühlt sich ein bisschen so an, tatsächlich. Was haben wir denn hier noch? Haben wir da unsere Gruppe? Nein, haben wir nicht, schade. Aber wir sehen, ja, wir sehen die Tabelle wieder vom Liga-Alltag und haben das nächste Spiel gegen die Young Boys Bern. Schon wieder. Hatten wir die nicht erst gerade letztens? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben die immer gleich wieder. Ja gut, wir gucken mal, ob wir simulieren oder ob wir spielen. 2 Spiele, 2 Punkte in der Champions League Gruppenphase. Nicht ideal, aber noch ist natürlich nichts verloren. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen, auch wenn es keine Tore gab. Aber Tore wird es wieder geben, da bin ich sicher. Danke fürs Zusehen. Bis auf zum nächsten Mal. Tschüss.